Ja, hallihallo, hallöchen, herzlich willkommen wieder zu Oriental Rule of the Wisp. Wait, da war doch eigentlich mein Angriff. Hier kann ich nicht. Jetzt geht's, danke. Mach mal hier für mich Ori ein bisschen leiser. Und da war das Ding, ne? Ja. Exakt, gut, ich habe ihn wieder eingespielt, so ein bisschen. Es wird schon gut gehen. Also, es geht mir wieder ein bisschen besser und alles gleich mal. Ich sollte auch etwas fitter klingen. Hi! Ah! Okay. Ja. Fuck it. Ja, ich bin da nicht drin. Fuck it. Ja, das kann. Jetzt geht das gut los. Ja, top. Top von mir. Nee, also es sollte eigentlich alles im Rahmen sein. Gut, in Ordnung. Ja, doch, doch, das geht. Ups. Ups. Nein. Ja. Ja. Ich habe es hier. Nein. Oh. Ja. Könntest du bitte etwas... Das geht ja gut los, ne? Ja. Ich hab super viel Leben, by the way. Magst du nochmal springen? Danke. Gott. Aufs Horn genommen. Ja, danke. Das ging noch besser als gedacht. Ja, Mensch. Hi. Danke. Danke. Schön, dass jetzt unten rechts steht, das, weil das irgendwie nicht weggeht. Oh, ist, aber hey. Nein. Ich denke mal, ich muss nach rechts, aber ich möchte mal nach links gehen. Es geht. Wait, es geht nicht, oder? Ey, ihr werdet mit dem Teil unten rechts hoffentlich leben können. Mit dem Dreifachsprung wird das gehen. Okay. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass es so blöd da bleibt, aber hey. Du musst hier hinballern. So klug bin ich. Ja, danke schön. Gut. Hoch. Doch weiter runter. Ja, es war super fair. Also, ey. Nein. Ja, komm. Mal weiter weg. Dankeschön. Aber. Ich liebe die Musik immer noch. Ah, Fähigkeit. Super. Ich liebe. Also, ups, X. Hier, was krieg ich jetzt für diesen Extrasprung, glaube ich, ne? Stoßangriff, ne? Drücke. Halt LB bei der Teleprojektion, okay, befangen drücken, um zu zielen. Okay, Gott. Gott.
Muss ja an das LB gewöhnen, aber ansonsten großes. Oh. Yes. Komme ich noch nicht weiter? Dankeschön. Genau. Ich weiß schon, was hier gefragt ist. Dankeschön. Jetzt geht es da unten auf, right? Wow, Mensch, ich bin so klug. Ich merke, es ist interessant, wie so eine einfache Erkältung einen schon so ein bisschen aus dem Konzept holen kann. Man erstmal so verwirrt ist, kann man hier unten. Ich war kurz verwirrt, ich wollte kurz. Ich weiß, dass man da oben lang kann, alles vermutlich, aber ich wollte jetzt gucken, ob ich hier unten lang kann. Kann ich? Ja, kann ich auch so verwenden. Ja, aber es nützt bei dir nichts. Dankeschön. Mag die Musik, es ist einfach himmlisch. Und inzwischen fühlt sich Ori auch besser an. Also anfänglich kam mir das Spiel so ein bisschen spinnig, also stöckig. Das ist da im Hintergrund. Dankeschön. Spaltung, macht einen neuen Geisterleiten. Hüste mit Geisterleiten werden in kleinere Geschosse aufgespannt. Okay, interessant. Hallo? Bin mir sicher, kann man hier mit einer Stampfattacke irgendwie so runter und dann kommt man da weiter, oder? Ich bin ja aktuell hier. Das kann sehr gut sein, weil guck, da sieht man, dass es so weiter runter geht. Okay, alles klar. Und ich weiß jetzt auch, wie ich hier rauskommen sollte, oder? Okay. Dankeschön. Autsch. Nicht unbedingt das Klügste. Dankeschön. Meine Lebensteile, sehr schön. Dankeschön. Hier ist schon ganze 5. Nice. Gut, in Ordnung, jetzt wieder hoch, ne? Quasi. Ich mag auch die Kombi hier insgesamt, also. Ja, ich muss das anders machen. Ja, doch. Mal kurz hier drüben gucken. Vielleicht, wait. Ja. Dankeschön. Okay, ja, für die zweite Hälfte und dann. Alles klar. Ich habe auch was gesehen gehabt, was ich ja anfänglich noch nicht holen konnte, quasi. So, ja, danke. Ich komme auch hier oben lang. Da werde ich aber zu einem anderen Zeitpunkt lang gehen. Frage, kann ich euch irgendwie verwenden? Ich wundere mich halt, was das da hinten ist. Also da oben hier. Okay, das ist nichts, was ich irgendwie... Gut. Okay.
Okay. Dankeschön. Okay, was gibt's hier? Schimmelwaldtiefen oder stiller Wald? Okay. Hör mal auf zum stillen Wald. Alter, schön. Ist aber zu ruhig. Da passiert gleich was. Ja. In meinem Schlumpfland. Die Moki hatten recht. Ich wollte ihnen glauben, aber es war so lange her. Ich bin Quolok. Ich heiße dich in meinem Sumpfland. Willkommen, mein Kleines. Ja, genau. Sie weit im Osten. Okay, gut. Ich lass den also sprechen, weil er so toll spricht. Er hat eine eigene Synchronsprecherrolle. Also, da brauche ich dann nicht unbedingt, ne? Ja, da ist sogar ein Ei. Ja, mei. Der stille Wald hat sie in seinen Klauen. Nein. Gib mir... Wie heißt sie zurück? Ur? Ach, keine Ahnung. Kuh. Genau, die Kuh. Vielleicht spreche ich ihn später auch nochmal anders. Das Wasser wurde faul und wieder damals, ne? Gibt es einen Weg im Westen des Brunnenquells? Okay. Warte mal kurz mal. Solltest du sie wieder zum Laufen bringen, würde das Wasser wieder klar fließen. Ich würde dich begleiten, aber die Moki brauchen mich. Doch ich kann dir etwas geben. Ein Fragment des uralten Lichts. Ich liebe diesen Effekt. Ich liebe diese Musik. Das tut halt einfach... Möge die Stimme dich durch das gefährliche Land führen. Die Stimme ist lange her, dass ich deinesgleichen sah. Ja. Es ist lange her, dass ich das Moor verlassen habe. Wer muss es tun? Der Brunnenquell braucht unsere Hilfe. Ja, geh zum Brunnenquell. Erinnere das Wasser daran, was es heißt, zu fließen. Das geht auch wieder mal einen anderen Weg hin. Okay, gut. Holy fucking shit, yo mei. Okay, gut. Phew. X, Jask. Okay. Das ist eine große getriebene Völlung. Reparier, was ich lag, damit das Wasser wieder fließen kann. Dankeschön. Kann ich auch nach rechts von dir eigentlich? Tatsache. Das Wasser ist hier dunkel. Wir können nicht angeln. Wir können nicht schwimmen. Schauriges Wasser. Trauriges Wasser. Die Mühle regt sich nicht. Darum ist das Wasser so still. Okay, gut. In Ordnung. Gut, ich vertraue euch meine...
Okay, das. Wow. Das tat weh. Ups, ja. Ups. LB nicht vergessen. Mit LB geht das. Was ist denn jetzt? Okay. Ah. Dankeschön. Bin ich auch dumm. Habe ich das Teil jetzt eigentlich? Dabei ist es gar nicht so schwer, aber hey. Kann man die Mücke hierher kommen? Fuck ja. Ja, ne, nicht so. Mücke! Ey, komm mal her! Ey, Mücke! Hey, du! Hey, Mücke! Fuck it. Einige werden wissen, was ich hier vorhab. Ey, Mücke! Ja. Dankeschön, Mücke! Du bist kein Moki, das sehe ich sofort an deinen Schlappohren. Ich bin sehr aufmerksam. Mal nehmen diese Karte, die ich gefunden habe. Will sie Lupo den Kartografen geben, aber er hat genug Karten. Der mit den Federn sollte sie bekommen. Der mit den Federn? Ich habe gehört, er hätte Karten geliebt. Vielleicht würde er diese mögen? Könntest du sie ihm bringen? Ich habe ihn eine auf der Brunnenquerlichtung gesehen. Okay. Okay. Von Hand zu Hand. Okay. Okay. Ich würde gerne mal hier eventuell bald. Also, wie viele habe ich von den Geistersplittern denn eigentlich jetzt? Also 1995, okay. Fuck it. Golag Erz schon wieder, ja. Ja, wow. Gut gemacht. Ja. Autsch. Hä? Er hat meine Mauer gerissen. Rüdiger! Hey, Jisuka! Komm nur her, lass mich dich genauer ansehen! Oh. Mir leid! Ah.
vertrautes Heim. Irgendwie ist das interessant. Wait. Nichts mit mir. Okay. Ah, sei gegrüßt. Sieh, du hast die Lichtung erreicht, Geist. Deine Reise hat dich nicht zufällig schon in die Richtung des Brunnenquells geführt. Gerüchte einer alten Bibliothek dort haben mein Interesse geweckt. Vielleicht erkunde ich diesen Ort selbst ein wenig. Vielleicht sehen wir uns ja da. Ja. Ah. Tja. Ich weiß ja nicht. Um alle Gegner in Sichtweite. Alle Gegner in Sichtweite, ne? Stat. Lass dich nicht überrumpeln, Geist. Ich hoffe, du bist nachher noch hier, mein lieber Freund, ne? Mal oben lang. Also, weil eigentlich will ich auf den Triple Jump hier sparen, ne? Hier unten was? Nee, nein. Hey, Tok! Rechts? Welche Überraschung dich jetzt treffen? Der Platz eignet sich überraschend gut für ein Nest. Wie das ich vorhätte, mich niederzulassen. Mir gehört das alte Gorlek-Chrom. Möchte diese Lichtung noch weiter verbessern. Ich wollte zuerst einmal das Wasser reinigen, Pa. Ja. Vielleicht kannst du was mit dem Gorlek-Erz anfangen. Ich hab mir nicht getraut, daran zu glauben. Du bist wirklich hier. Niven beherbergt abermals einen Geist. Die Mauer hast du ja schnell niedergerissen. Meine Baufähigkeiten sind wohl auch nicht mehr das, was sie immer waren. Ja, okay, ein bisschen Hilfe nehmen. Noch habe ich versprochen, hier eine Zuflucht von dem Verfall zu schaffen. Diese Lichtung zählt auf mich, Geist. Ich fürchte, ohne Erz werde ich alle enttäuschen. Die Materialien, die ich brauche, wurden von meinen Leuten aufgegeben, als sie in die Minen flohen. Die nötigen Vorräte könnte mein Traum einer Zuflucht vorbei sein, ehe er begonnen hat. Ein wenig Gorlek-Erz könnte ich die Lichtung in eine Zuflucht verwandeln. Ja klar. Ja, hier erstmal. Mach mich sofort an die Arbeit. Jetzt, da ich wieder bauen kann, kann ich mich wieder einen wahren Gorlek nennen. Es gibt noch wenig wahre Gorlek, also pass bitte auf, wenn du auf jemanden triffst, der aussieht wie ich, nicht alle von uns in den Verfall rechtzeitig entkommen. Vor unserer Heimat von Sand begraben wurde, sahen die Geister großes Potenzial in Gorlek-Erz. Verschwanden, ehe sie ausprobieren konnten, was wir ihnen bauten. Doch jetzt bist du hier. Das kann sich ändern. Was gibt's sonst? Als nächstes werden halt so, da bräuchte ich aber noch drei weitere. Es hat sich Zeit zu nehmen, statt später eine voreilige Entscheidung zu bereuen, was? Ja. Kann ich nicht einfach. Komme ich da nicht hoch? Ah, sehr schön. Und hier will keiner? Ich bin weit gereist, um diese Lichtung zu finden. Es ist ein Paradies für die Monkey. Meiner Familie wird es hier gefallen, aber wir haben kein Zuhause.
Der Gorle Chrom kennt sich mit dem Bauen aus. Vielleicht kann er uns helfen. Sprich mit Chrom, um ein Haus zu bauen. Hey, du! Kaum klar, wir haben kein echtes Gulag-Erz mehr gesehen, seitdem wir unsere Heimat verlassen haben. Ich danke dir, Geist. Armals mit solchem Material zu bauen. Nun, so kann ich mich wieder mit Stolz ein Gorleck nennen. Ich halte mein Versprechen. Die Lichtung wird eine Zuflucht für alle. Fernab des Verfalls und des Schattens am Himmel. Wiederherstellung der Behausung. Wirklich schade, dass diese alten Moki-Behausungen so verfallen sind. Wenn wir sie reparieren können, die Moki vielleicht auf die Lichtung zurückkehren. Ja. Ich bin jetzt noch kurz mal zurück hier, um mit Quollock zu reden, so. Tok. Überrasch du mich? Ja. Okay. Eigentlich hieß es ja hier, nicht da. Ich habe hier ja dieser. Genau. Ah! Ein der kleine Kunde? Immer eine angenehme Erfahrung. Oh ja. Immer lauter sprechen sie deinen Namen. Noch habe ich viele Namen auf meiner Reise gehört, weißt du? Die Namen kaufen meinen glänzenden Splitter und gehen wieder. Sie klingen alle ziemlich gleich. Oh ja. Doch strahlen meine Splitter heller in deiner Nähe. Vielleicht sollte ich mir deinen Namen merken. Dafür müsstest du etwas tun, das es wert ist, an dich zu erinnern. Verstehst du? Weißt du vielleicht. Okay. Ich würde gern das hier. Das hier würde ich gerne. Dafür brauche ich noch ein bisschen. Natürlich. Oh, hallo? Ich bin aus dem Moor hierher gekommen, weil ich gehört habe, die Lichtung sei wunderschön. Sie ist wunderschön, aber das Licht ist so grell, nicht wie im dunklen Moor. Deswegen verstecke ich mich hier im Schatten. Wenn ich so einen Hut wie diesen lustigen da drüben hätte. Aber so etwas habe ich nicht. Schade. Motai. Ich kann es kaum glauben. Ich spreche mit einem echten Geist. Hier Niesen. Aus der Nähe bist du kleiner, als ich dachte. Aber so hell. Persönlich fall ich ja nicht gerne auf. Ist nicht sicher hier draußen, weißt du? Dein Glück habe ich jede deine Bewegung beobachtet. Nur muss ich jetzt erkennen, dass es dir gut geht, natürlich. Hast du meine Aufzeichnung? Ja. Oh. Wow, wie viel mal mitgekriegt. Wow. Tut durch Feinde. Tut durch Gefahr. Wow. Getötete Feinde. Brauchte Energie. Okay. Null, okay. Größter Einzelhandel, okay. Cool. Das ist cool. Bis bald. Die Frage. Ich glaube, hier komme ich raus, ne? Ja, da ist wieder. Komme ich, wenn ich hier lang springe? Nein. Schade. Hätte ja sein können. Dann wollen wir mal weiter. Und dann hoffentlich bald. Das ist.